Relativ schnell wurde eine Einigung gefunden. Melks Bürgermeister Patrick Strobel von der ÖVP, erst seit Juli im Amt, begründet das Übereinkommen damit, dass der Reset-Knopf gedrückt wurde und die wochenlangen Verhandlungen auf Augenhöhe stattgefunden haben. In einem erstmalig durchgeführten außerordentlichen Stiftskapitel, also einer Versammlung aller 30 Benediktiner des Stiftes, wurde das Verhandlungsergebnis abgesegnet. Wir haben in den letzten Wochen gemeinsam, der Bürgermeister und ich als Leitung der Stadtgemeinde und ich für das Stift, sehr gute Gespräche geführt, auf Augenhöhe, einander vertrauend und offen, mit, so glaube ich, Handschlagqualität. Und es kam zu 4 Vereinbarungen, von denen wir auszugsweise auch berichten werden. Erstens die Altlasten- und Kindergartengründe. Die Vereinbarung betrifft die Altlasten- und Kindergartengründe. Hier verzichtet der Stift auf einen offenen Betrag von 30.000 Euro, die Stadtgemeinde auf 42.000 Euro aus der Bewertung des Grundtausches in Bezug auf den Kindergarten Herriederstraße. Zweitens die Stadtstifts- und Regionalentwicklung. Hier soll eine gemeinsame Vermarktung der Grundstückflächen verankert werden. Drittens Tauschvertrag zwischen Stadt und Stift für Brücke, Radweg und Stadelplatz. Die Stadt überträgt die Grundstücke am Stadelplatz an das Stift. Das Stift überträgt die Grundstücke für den Brückenbau und die Errichtung der Radwege an die Stadt. Und viertens die Reduzierung der Lustbarkeitsabgabe auf 7,5%. Der Gemeinderat hat in seiner gestrigen Sitzung mit Einstimmigkeit die gemeinsamen Vereinbarungen zwischen Stadt und Stift beschlossen. Aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt in die Zukunft für die nächsten Generationen.